Was? So schön! Ja, beruhigt euch doch langsam. Und gerade erst angefangen. Ja. Könnt ihr jetzt schon hier Liederwünsche? Es ist so, dass wir überhaupt hier sitzen können. Das habe ich. Ja, also sagen wir so, beim zweiten Album wäre eigentlich schon Schluss gewesen. Denn das zweite Album Boxer, sagen wir mal so, das hat nicht ganz so gut performt, wie sich die Plattenfirma das gewünscht hat. Und die waren kurz davor, den Stecker zu ziehen. Johannes, mach mal wieder was anderes. Und auch da sind wir, glaube ich, dran geblieben. Aber bis heute haben wir nicht verstanden, warum dieses Album so schlecht ankam, Robin, oder? Wir haben immer davon gesprochen, dass dieses Album seiner Zeit voraus war. Die Plattenfirma meinte, war einfach nur scheiße. Aber ich möchte dieses Album irgendwie dahin bringen, wo es hingehört. Ich möchte es auf ein Podest stellen. Das ist mir sehr wichtig. Es ist auch, ich finde, es ist auch eines der besten Alben, die je gemacht wurden. In Hamburg. Wir haben das heute auch mit. Also ihr könnt das auch kaufen. Ich sag's nur gleich schon mal, wir haben nur noch 4 Stück. Das heißt, 4 Leute brauche ich, die sich erbarmen, dieses Boxer-Album kaufen. Aber damit ihr nicht die Katze im Sack kaufen müsst, werde ich euch jetzt 3 Songs aneinandergeklebt im sogenannten Boxer-Nostalgie-Medley vorspielen, um euch zu überzeugen, um 4 Leute nur zu überzeugen, dass dieses Album wirklich jeden Cent wert ist. Here we go. Laborieren.